Die kleine Alisa hat ihre Smartwatch kaputt gemacht und der Papa von ihr hat mir das zugeschickt. Die steht mir aber übrigens auch ganz gut, finde ich. Falls du das Video siehst, Alisa, ich fand dein Bild super schön. Ich habe mir das sogar aufgehangen und wir schauen jetzt mal, was mit deiner Smartwatch kaputt ist und ob ich die reparieren kann. Aber ich denke, das kriegen wir in den Griff. Als erstes habe ich den Akku durchgemessen, der war entladen und danach die Micro-USB-Buchse und habe festgestellt, dass da keine 5 Volt ankommen. Das sieht man auch hier unter dem Mikroskop nochmal genau. Ein Kontakt, der dritte, ist so gut wie weg und ganz links fehlt ein Kontakt, der ist abgebrochen und dadurch lädt die Uhr auch nicht mehr. Um sicherzustellen, dass es nur die Buchse ist und der Akku nichts weg hat, habe ich den erstmal an mein Labornetzteil gehangen, das Ganze ein paar Minuten aufladen lassen. Das ist hinten einfach nur gesteckt, also Akku draufdrücken und mal schauen, ob die Uhr startet. Und das tut sie. Also ist wirklich nur die Micro-USB-Buchse kaputt, das heißt Platine komplett herausbauen. Vorher natürlich, bevor ich anfange zu arbeiten, mit Kapton-Band alles sichern. Und dann Flussmittel hinzugeben, mit der Heißluftstation kann man das Ganze dann easy auslöten. Ich habe die passende Buchse nicht da, die muss ich bestellen. Wenn sie da ist, löten wir das Ganze ein.